Ja, es gibt viele Neue im Bundestag. Mancher war ganz vertieft in das Heft mit den Porträts der Abgeordneten. Aber da sind nicht nur neue Gesichter, auch die Rollen ändern sich und die Koalitionen. Wolfgang Schäuble hat schon viel erlebt. Seit 1972 im Bundestag, anfangs in der Opposition, zuletzt Finanzminister und nun Bundestagspräsident. Alle gratulieren, auch jene, die angekündigt hatten, ihn nicht zu wählen. Den meisten gilt Schäuble als genau der Richtige in diesem Amt, in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich spürbar verändert. Ein hochrespektierter Politiker mit enormer Erfahrung. Weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden. Aber er mahnt zur Fairness, will, dass die Abgeordneten Vorbild sind für die Gesellschaft. Denn bei aller Gelassenheit, die Konflikte, das macht Schäuble klar, sind nicht wegzudiskutieren. Und da kommt es dann auch auf den Stil an, in dem wir uns hier streiten und in dem wir füreinander Respekt signalisieren können. Es gab in den vergangenen Monaten in unserem Land Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung. Ich finde, das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander. Es sind nachdenkliche Sätze, die Schäuble den Abgeordneten mitgibt. Er erinnert sie an ihre besondere Verantwortung. Jede Fraktion kann einen Bundestagsvizepräsidenten stellen. Auch die werden heute gewählt. 5 bekommen gleich im ersten Wahlgang die nötigen Stimmen. Ich nehme die Wahl mit großer Freude an. Und freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Nur einer schafft es auch in 3 Wahlgängen nicht. Albrecht Glaser von der AfD. Er gilt bei der Mehrheit als unwählbar wegen umstrittener Äußerungen zum Islam. Einen Plan B hat die AfD absichtlich nicht. Ihr Vizeposten bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Die AfD beschwert sich zudem über die neue Regel, dass nun nicht der älteste Abgeordnete die Sitzung eröffnet hat, sondern der dienstälteste. Ein durchsichtiges Manöver nennt es die AfD zu ihrem Nachteil. In 150 Jahren Parlamentsgeschichte blieb die Regel des Alterspräsidenten unangetastet. Es gab eine Ausnahme. 1933 hat Hermann Göring die Regel gebrochen, weil er politische Gegner ausgrenzen wollte. Dass Sie sich hier ernsthaft mit den Opfern Hermann Görings vergleichen, da haben Sie sich an Geschmacklosigkeit wieder selbst übertroffen. Die Auseinandersetzung wird härter, konfrontativer werden, aber auch vielfältiger und lebhafter mit nun 7 Parteien im Parlament. Schon länger wird versucht, mehr Transparenz und bessere Fragerechte durchzusetzen. Zurück in der Opposition macht die SPD gleich Druck. Wir wollen heute nach vorne schauen. Deshalb beantragen wir im Kern, dass die Frau Bundeskanzlerin, so sie denn gewählt wird im Bundestag, sich 4-mal im Jahr einer direkten Befragung im Parlament stellt. 4-mal im Jahr ist nicht zu viel. Der SPD kann es jetzt nicht schnell genug gehen. Doch die Vorschläge sollen erst einmal in Ruhe beraten werden. Das hat die potenzielle Jamaika-Mehrheit aus Union, FDP und Grünen beschlossen. So war heute schon gut zu beobachten. Nicht nur neue Akteure gibt es im Bundestag, auch neue Bündnisse bahnen sich an.